Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Wenn man heute Morgen die Nachrichten hört, überall, Sie kennen, Sie haben es alle gar nicht gehört, Blocher. Nein. Gehören mittlerweile, also darf ich das sagen, zu den 10 reichsten Schweizer. Herzliche Gratulation. Ja, danke, wenn man es gar nicht gewusst. Haben Sie die Bilanz noch nicht gesehen? Nein, ich weiss nicht, ob das stimmt. Wie würde Sie das so mit dem Reichtum? Ein Unternehmer, wo Unternehmen hat, wo gut laufen, die sind viel wert. Und das ist der Reichtum vom Unternehmen. Wenn sie schlecht laufen, sind sie nichts wert. Dann ist alles, geht alles wieder zusammen. Und weil ich leider nie können, DEMS, das ist Hauptunternehmen, oder auch Dortiker, nie können von der Börse nehmen, weil der Kurs immer davon gelaufen ist, ist auch zu gut gegangen. Hätten Sie das mal wollen, oder? Ja, ich hatte mal das Ziel. Immer zu sagen, ich will sie von der Börse nehmen. Das ist natürlich einfacher. Und ein Unternehmen, das an der Börse ist, wissen Sie jeden Tag, was das sogenannte Wert ist. Weil es gibt ja einen Börsenkurs. Und dann wissen Sie, wie viel das ist. Also, wo ich EMS übernommen habe, ist der Kurs 100 Millionen, ist der Börsenwert von der Firma etwa 100 Millionen gewesen. Und jetzt ist er 15 Milliarden. Aber es ist immer das gleiche Unternehmen, also natürlich entwickelt und etwas gemacht. Es ist ein völlig anderes Unternehmen, weil man etwas gemacht hat. Aber es wird um das hoch eingeschätzt und ist auch ertragreich. Es gehört nicht mehr mir. Ich habe ja die Sache geregelt. Es gehört, die Firma ist Demesta Holding, das ist eine Holdinggesellschaft. Und die gehört unsere älteste Tochter, der Frau Martullo, und der Rael Blocher, der jüngste. Und noch einen kleinen Teil hat auch noch Miriam Blocher. Und jetzt, wenn Sie gehen, schauen, wie reich sind die? 15 Milliarden, die haben 70%. Gut, 70%, 15 Milliarden. Gibt es so und so viel. Und das sind dann ihre Rechnungen, die machen. Bedeutet ich gleich und so weiter. Und wenn man das alles zusammenzählt, gibt das irgend mehrere Milliarden. Aber das kann auch sein, dass in ein paar Jahren der Börsenkurs wieder bei der Hälfte ist. Dann gibt es wieder einen Schlagzeug, das kann er nicht schon garantieren. Habe ich alles im Leben schon gehabt. Familie Blocher verliert Milliarden. Das merken sie aber gar nicht. Sie merken aber auch nicht den Zuwachs. An einem Ort merken sie es, wenn sie die Vermögenssteuer zahlen müssen. Das ist ein grosses Problem. Wie viel ist denn die ungefähr jetzt? Ja, die Vermögenssteuer ist natürlich pro Mille. Aber von Milliarden ist das viel, oder? Und das ist beim Unternehmen das Problem. Es ist nicht das Einkommen. Das Einkommen ist beim Unternehmen ja nicht sehr gross. Aber wenn Dividende ausschüttet, die geht ja in die Holding. Aber die Vermögenssteuer ist das Problem. Darum gibt es einen Haufen reiche Unternehmer, die nicht in der Schweiz wohnen. Aber in London wohnen zum Beispiel. Ja, London hat. Oder sie haben eine Pauschalbesteuerung zum Wattland und so wohnen. Oder der Dings da, wo sie sagen, das ist der Reichste, der von IKEA, der IKEA, ja. Der hat ja gesagt, er ist im hohen Alter, er geht wieder auf Schweden zurück. Und das hat schon seinen Grund, wenn er auf Schweden zurückgeht. Er wird Heimweh gehabt. Ja, ja. Die haben sehr hohe, in Schweden haben sehr hohe Einkommensteuern. Das trifft ihn jetzt nicht mehr in dem hohen Alter. Aber dann bessere Vermögenssteuern, oder? Es ist auch gleich interessant, wenn man jetzt heute Morgen die Kommentare gehört hat, man hat das Gefühl gehabt, die Börsenrallye, die geht immer weiter, oder? Ja, das ist natürlich so. Also es geht ja wirtschaftlich gesamthaft in der Welt relativ gut im Vergleich zu früheren Zeiten. Und das Geld ist wahnsinnig billig, oder? Also das ist auch gefährlich, weil viele Leute machen etwas zu billigen Zinsen, bis sie dann steigen, das haben wir ja behandelt. Und jetzt kommt dazu, was machen die Leute, die Geld haben? Und Notenbanken drucken ja auch immer Geld, verteilen das Geld immer. Sie müssen es ja nirgends anlegen. Man geht in die Sachwerte. Liegenschaften, darum sind die Liegenschaften sehr hoch. Oder in Firmen, Aktien. Und das gibt dann einen Boom auf eine Aktie, wenn man will. Man will Sachwert und die ganz grossen Vermögen. Also
Die müssen ja Angst haben, dass sie noch negativ Zinsen zahlen müssen. Also wenn sie Geld auf die Bank bringen, kommen sie nicht den Zins über, sondern sie zahlen einen. Und darum sind die Aktienwerte allgemein natürlich sehr hoch bewertet und sind in den letzten 12 Monaten, 2 Jahre, 3 Jahre, sind die stark gestiegen. Aber das kann alles auch wieder zusammengehen. Erstens, bei der Wirtschaft geht es nie nur darauf, geht auch wieder durchab. Das macht eigentlich nicht so viel dem Unternehmer, wenn der Wert vom Unternehmen wieder sinkt. Aber wenn er Schulden hat, dann wird es gefährlich, oder? Da muss er schauen, dass er ja nicht sich jetzt lenken lässt durch die billigen Zinsen und sagt, jetzt musst du Geld holen, jetzt musst du Geld holen, ist alles billig. Dann fängt er an, Blödsinn investieren und nachher kommt eine andere Zeit und dann so geht er zusammen. Ein Gegensatz, Sie haben es auch gelesen, gestern im Amtsblatt vom Kanton Schaffhausen war eine Meldung, dass Ihren leider verstorbenen Bruder Gerhard Konkurs gegangen sei. Das ja. Steht jetzt gerade ein bisschen zeitlicher Kontrast natürlich. Ja, ja. Das ist harmloses. Also die Sache ist einfach. Die Frau von meinem Bruder, die ist jahrelang sehr stark geistig krank gewesen. Also dement, sagt man. Hat früher müssen ins Altersheim und mein Bruder war noch gesund gewesen, oder? Und dann habe ich geschaut, dass er konnte, auch ins Altersheim. Also sie haben Platz gehabt, das Heim war nicht besetzt gewesen. Und dann habe ich gesagt, im 2 Zimmer. Ja, wir zahlen natürlich alles und das ist teuer. Damit die Frau nicht so allein ist, oder? Das ist eine Luxuslösung, oder? Und dann habe ich gesagt, und los, ich zahle dir das. Zurückzahlen kann man immer noch später, einfach, dass die Lösung mal da ist. Also ein Darlehen gibt, das ist ja normal. Nachher ist eben mein Bruder ja gestürzt. Vor 2 Jahren. Hat eine Hirnblutung gehabt, ist lange in der Nacht gelegen, am Boden, vom Arbeitszimmer ins Schlafzimmer. Und dann hat man am Morgen gefunden, dann hat er ins Spital, ist lange im Koma gewesen, oder? Hat man operiert und ist eigentlich wieder ganz gut gekommen, aber ist natürlich immer geistig behindert gewesen. Und ich habe doof, weil er das nicht mehr können selber machen, habe ich das finanziell gemacht. Ich habe die Rechnungen gezahlt und alles. Und immer von meinem Sack, weil er hat ja keinen Zugang zu seinen Konten. Und er hat gesagt, das tun wir dann später mal regeln. Und dann ist er gestorben. Und dann ist natürlich das alles vorgekommen mit dem Vermögen und so weiter. Und dann ist also da nichts mehr vorhanden gewesen. Jetzt habe ich in dem hohen Alter mit so schweren kranken Leuten, ist halt dann nichts mehr. Normalerweise hat das alles Fürsorge gemacht. Ich kann nicht wollen, dass er fürsorgepflichtig wird. Und am Schluss war noch eine Schuld da von mir, also die Darlehensschuld, aber sonst nichts. Und dann haben die Erben, zu denen gehöre ich nicht, haben das Erbe ausgeschlagen, sonst müssten sie ja die Schuld übernehmen. Und darum macht die Erbschaft jetzt Konkurs. Der einzige Geschädigte bin ich. Da kommt das Darlehen nicht mehr rüber, aber im Andenken an meinen sehr wertvollen Brüder, der ja sehr viel... Der wichtig war, sehr wichtig war für Sie. Ja, nicht nur für mich. Ja. Das ist der beste Seelsorger, den ich kenne in der Schweiz. Für so viele Leute verliere ich das Geld. Aber es kommt sonst gar niemand zu Schaden. Also das ist die ganze Sache. Aber kann man denn das nicht stoppen, dass denn das nicht in dem Amtsblatt hineinkommt, oder? Nein, das können Sie nicht machen. Ja, das laufen dann die ganzen Modalitäten, oder? Ja, natürlich. Aber das ist eine kleine Sache, da gibt es einen Schuldenruf. Und kann sich noch einer melden, wenn er das Gefühl hat, er hätte noch etwas gut. Also, dann ist das Thema. Dann haben wir noch jemand Drittes in der Familie. Sie haben es erwähnt vorhin, Ihre Tochter. Die wird Bundesrätin. Ja, ich habe noch viel. Ich habe noch viel in der Familie. Ja, klar. Ja, aber die wollen stark sein. Wir in der Familie. Genau. Ja, voilà. Dann hätte ich, wenn ich denen hätte müssen helfen, ich habe ja auch meinen Eltern geholfen am Schluss noch. Da habe ich nicht müssen ein Darlehen. Am Schluss habe ich das können schenken, weil Schenkung ist ja für Familiengehörige steuerfrei. Mit Dritten können sie das nicht machen, oder? Und meine Tochter. Die ist jetzt wieder da im Ding hinein, ist ja klar, ist eine profilierte Nationalrätin und eine der wenigen Unternehmer, die da hinein ist. Eine der wenigen sind ja bald Minderheit, die nicht Berufspolitiker sind, oder? Und
Sie ist natürlich auch immer ein Thema und sie ist sehr frei. Die ist nicht abhängig, die ist nicht in einem Filz drin. Die kann sagen, was sie denkt und offen kritisieren. Und jetzt haben sie gesagt, das wäre noch eine Bundesrätin. Und sie hat gesagt, ja, wenn, also, ich kann sicher nicht jetzt nicht im Bundesrat. Und ja, würden sie denn gehen? Und jetzt kommt die Fangfrage. Wenn du dann sagst, nein, sagt man, aha, aber da auf Bern, das war ja bei mir auch so gewesen. Ah, auf Bern gehen, kritisieren, aber sich dann nicht zur Verfügung stellen für die Regierung. Ja, das ist dann aber ein Feigling. Das ist das, was jetzt Deutschland hat, so zu sagen, wir regieren nicht, die Feigling. Und die FDP auch, wir regieren nicht. Und am Schluss wird ja, für was wird man denn gewählt? Hat sie gesagt, das finde ich richtig. Wenn die Not am Mann ist und es nichts mehr anders gibt, das hat es noch ein bisschen konkretisiert, wenn uns die EU da noch meint, sie müssen uns noch weiter rausnehmen und so unter Druck setzen, dann kann man sich überlegen. Sie würde ja wahrscheinlich nicht gewählt, das ist ja wie bei mir. Meinen Sie, die Sozi wählen noch? Na gut, aber Sie sind ja gewählt worden. Ja, ja. Aber muss ich gerade mit der Realität widersprechen, oder? Ja, aber nicht, weil Sie mich nicht wollen. Ein Dritter hat mich gewählt, weil er mich hat wollen. Mhm. Ein weiterer Dritter hat gesagt, jetzt muss man der SVP endlich einen zweiten Sitz geben. Die werden ja immer stärker und noch stärker, wenn wir die so abnabeln. Und ein weiterer Dritter hat gesagt, den wählen wir jetzt. Der wird jetzt mal eingebunden, der Sieg muss jetzt mal ins Gefängnis. Der kann er nicht mehr machen, was er will. Und nachher, als ich drin war, habe ich gesagt, oh, der Kai macht es noch gut als Bundesrat. Oh, jetzt haben sie noch einen guten Bundesrat, wollen wir wieder rausgehen. Ja, aber es könnte ja sein, dass Ihre Tochter auch ins Gefängnis muss. Ja, war ja sie, aber das ist ja nicht aktuell. Und der kommt noch dazu, wieso, wir brauchen doch keinen Bundesrat. Es wird alles gesagt, der Ueli Maurer müsste... Eben, ja, der hat ja gesagt, er macht bis 80, glaube ich. Ja, der hat recht. Der Ueli Maurer ist fit, er ist ein ausgezeichneter Bundesrat. Also mit der Bilanz, mit der Finanzen und vor allem mit dem Grenzwachtkorps hat sich dann enorm bessert, seit er im Amt ist. Also das ist dann schon zu sagen. Und sind auch alle zufrieden. Und jetzt, warum der extra raus muss, das hat natürlich auch wieder Hintergründe. Politik hat immer Hintergründe. Begründungen sind nie Gründe, sondern der muss raus, damit sie das freie Feld bekommen. Und so wird natürlich die Finanzen. Also, Sie haben es vorhin angesprochen, wenn es der EU oder das Verhältnis mit der EU schlecht ist, aus Ihrer Optik, ich kenne Sie jetzt ein bisschen, könnte ja sein, dass Sie das Gefühl haben, das Verhältnis ist schlecht. Wir haben gestern, glaube ich, wieder 1,3 Milliarden geschenkt. Geschenkt, ja. Ja, ja, rausgeht. Ja. Ja gut, man kommt ja irgendeine Gegenleistung über, oder? Was? Was ist Gegenleistung? Ja, gut Verhältnis. Ja, wenn wir ein Verhältnis kaufen. Hey, und dann hat sie gesagt, das ist für den Zugang zum Binnenmeer. Wir haben doch den Zugang zum Binnenmeer, der dumme Seich. Jetzt muss man anfangen, Geld zu verteilen. Da hat der Trump, muss da schon schimpfen über den Trump, sagen immer, ja, der will die Amerikaner bevorzugen. Wir verkaufen in Amerika Produkte, aber wir müssen dem nicht 1,3 Milliarden geben, dass wir dort verkaufen dürfen. Wir haben doch Zugang zu diesen Märkten, das ist ja alles. Aber hat er gewusst, wo der Juncker kam, dass man Geld geben muss? Ja, natürlich, ist ja nur gekommen wegen dem. Ist ja wegen dem gekommen, ja. Er hat gesagt, ja, nur Reis ist es wert, man kann schon 1,3 Milliarden ein. Die EU hat auch gewusst, dass wir das zahlen, bevor wir... Ja, aber die haben wir laut vorne abgemacht, ja, oder? Ja, die EU hat es verkündet. Wenn sie die Zinko fragen, ja, nein, das ist... Der Bundesrat hat gesagt, da kommen sie über. Der wäre auch nicht gekommen, wenn er es nicht überkommen hätte. Er sagt natürlich, mal, er wäre auch sonst gekommen. Da wird überall noch gelogen. Und die grösste Zeit, die es braucht, ist zum Verschleiern, dass das ganz wichtig ist für die Schweiz. Also es ist ja die Propagandaabteilungen, die die haben, in diesen Kommunikationsabteilungen mit dem Bund. Das ist etwas Furchtbares. Das ist dann Fake News von morgen bis zum Abend. Jetzt ist das Neueste. Der Rahmenvertrag. Aber der heisst nicht mehr Rahmenvertrag, oder? Ja. Ursprünglich heisst der institutionelle Rahmenvertrag. Das ist der ehrliche Titel. Das ist der juristische Titel. Das ist eine institutionelle Bindung. Man tut die Schweiz, namentlich die Bürger, entmachten, indem die EU Recht setzt, das wir übernehmen müssen. Und wenn es Streit gibt, dann entscheidet der Europäische Gerichtshof. Und wenn wir nicht machen, was er sagt, gibt Strafmaßnahmen. Das ist und bleibt so. Da könnt ihr verdecken, wie ihr wollt. Dann hat man gefunden, es ist ein blöder Name.
hat einer gesagt, wir sollen Koordinationsabkommen sagen, Harmonisierungsabkommen, Zugangsabkommen, alle nehmen. Und der Juncker hat gestern gesagt, nein, nein, das ist ein blöder Rahmenvertrag, das ist ein Freundschaftsvertrag. Da sieht man ja, dass nichts rechts dahinter ist. Also, wegen der Freundschaft muss ja nicht miteinander einen Vertrag machen, wo der eine Freund für den anderen entscheidet. Also, so ein Blödsinn. Gestern bin ich heimgefahren, habe ich Radio gehört, Echo der Zeit. Dann hat einer, ein Journalist, ein braver Mann vom Staatsradio, oder? Hat die Sache beschrieben. Die ganze Propagandalitanei, die da geschrieben worden ist, hat er als sein objektive Ding gebracht. Und hat am Schluss gesagt, ja, es könnte sein, dass das gleich noch gut zu Ende nehme, nämlich den Friedensvertrag können wir noch unterschreiben. Es ist schon ein Friedensvertrag. Also jetzt haben wir schon Krieg, dass wir einen Friedensvertrag machen. Da sehen Sie, was da zusammengewurstelt wird. Und der Stimmbürger hinter das Licht geführt wird, weil man nicht die Wahrheit sagen will. Man kann doch sagen, die EU möchte gerne einen Vertrag machen, dass in Zukunft, wenn wir solche Themen haben, die da den Binnenmarkt betreffen, dass wir das Gesetz machen. Ihr könnt zwar mitreden und mitwünschen, aber entscheidet wir und dann müsst ihr es übernehmen. Und wenn wir uns streiten, ob das muss übernommen werden oder nicht, muss jemand entscheiden. Und das ist der Europäische Gerichtshof, das müsst ihr begreifen. Und wenn ihr es nicht macht, dann gibt es Sanktionen. Dem sagen sie ja Ausgleichsmaßnahmen, oder? Also Strafmaßnahmen sind Ausgleichsmaßnahmen. Also wenn jetzt einer muss in die Kiste, weil er gestraft wird, sagen wir in Zukunft, er hat eine Ausgleichsmaßnahme. Er ist auch schon vernebelt. Und das will das Schweizer Volk sagen. Und jetzt kann man sagen, hört, wir sind der Meinung, wir müssen das akzeptieren, weil das wirtschaftlich ein Vorteil ist, was es nicht ist. Sie wollen eben nicht sagen, dass sie die EU wollen schlussendlich. Das führt ja in die EU ohne Volksabstimmung. Sie haben einen Begriff gebracht, den man nicht bringen darf. Staatsradio. Dürfen wir nicht bringen? Nein, nein. Deshalb ist es, wir sind kein Staatsradio, wir sind ein Verein. Ja, 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 klar. Darum, jeder Bürger muss dem Verein jedes Jahr zahlen, auch wenn er gar keinen Fernseher hat. Muss der 365. Also noch 400, da kommt ja erst, oder? Die 365. Ja, 400. Ja, ja. Nachher, alles ist gleich. Zwischen 300 und 400 Franken ist eine Steuer. Ist keine Gebühr mehr, ist eine Steuer. Muss der zahlen. Und jetzt kommt der, der das Geld überkommt und sagt, wir sind ein freier Verein. Und wer bestimmt denn überhaupt Personen, die da etwas zu sagen haben, da drinnen? Der Bundesrat. Eben, da haben Sie ja früher auch mitgewählt, oder? Ja, natürlich. Ja klar, das ist ja ein Teil vom Staat. Und das ist doch die gleiche Vernebelung. Ich sagen, wir sind kein Staatsradio. Sollen doch dazu stehen, wir gehören dem Bund. Dem Staat gehören wir. Und da gibt es noch Private, die sind ja nur noch halb privat, weil die kommen ja noch Klotz über von diesen Zwangsgebühren, oder? Aber jetzt nochmal zu dem Besuch von Juncker. Ist das jetzt eine weitere Annäherung an die EU gewesen? Wenn man jetzt, oder ist das einfach ein zufälliger? Ist einfach auf dem falschen Weg. Richtung EU. Wieder ein Fehlschritt und 1,3 Milliarden verteilen. Jetzt müssen Sie mal schauen, für was. Kohäsionsfonds. Für Polen, glaube ich. Für Polen ist das, glaube ich. Ja, oder? Das ist für die Oststaaten. Ja, ja. Polen und Ungarn und so weiter. Bei der letzten Summe, die abgelaufen ist, wenn er schon mal zahlt, ist der grösste Teil auf Polen gegangen. Polen, Ungarn, auch die anderen Staaten, die laufen wirtschaftlich sehr gut, die kommen jetzt. Denen müssen sie doch nicht Geld verteilen. Wieso sollen wir denen Geld geben? In dem gleichen Tag höre ich, ABB Genf entlässt 6'000 Leute und verleiht die Produktion auf Polen. Weil die Schweiz teuer ist, oder? Jetzt geht er auf Polen, geht produzieren. Wahrscheinlich profitiert er noch von diesen 1,3 Milliarden, die wir denen schicken, dass die ABB zumachen kann. Nein, wenn es nicht stimmt im Kleinen, dann stimmt am Schluss eben im Grossen nicht mehr. Die 1,3 Milliarden, das ist einfach ein Sympathiebeitrag an die EU, damit die Freude haben und zufrieden sind. Und das brauchen wir nicht. Sie haben auch nichts bekommen. Das, was sie konkret genannt haben, ist alles schon lange beschlossen.
Das ist gar nichts, was mit dem zu tun hat. Und das andere war, sie zeigen sich dann flexibler im Freundschaftsvertrag. Friedensvertrag, ja. Und ursprünglich haben sie gesagt, das werde bis Ende Jahr fertig. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wir haben Zeit bis im Frühling. Da geht es auch wieder um etwas anderes. Jetzt gleich nochmal rein. Nicht darum, dass sie uns entgegenkommen, sondern die Schweiz will den Vertrag nicht mehr vor den Wahlen vom Volk bringen. Das ist doch die ganze zierliche Angelegenheit. Da werden Sie sehen, das kommt erst im Jahr 2020, wenn die Wahlen dabei ist. Und dann können Sie vor den Wahlen sagen, nein, das wollen wir nicht, da gibt es eine rote Linie. Aber gleich nochmal, kann denn der Bundesrat einfach beschließen, 1,3 Milliarden geben wir? Oder, ja, das ist ja so, es gibt schon eine gesetzliche Grundlage. Das Ganze läuft eben wieder verdeckt. Nämlich unter der Osthilfe. Das ist eine Entwicklungshilfe-Vorlage, die man gemacht hat, das Gesetz für die Osthilfe. Und dann, wenn sie dann, wir sind natürlich dagegen gewesen, aber die haben ja, nein, Entwicklungshilfe ist ganz wichtig, oder? Und der Osten ist ganz wichtig, das ist ein Pulver, da können sie Begründungen bringen, noch und noch. Aber warum es der Grund ist, sagen sie natürlich nicht. Es geht um die Entlastung der EU, weil die EU hat interne Zahlungen, das haben wir ja auch in der Schweiz, einen Finanzausgleich zwischen den reichen und den ärmeren Kantonen. Das ist denen ihre Sache. Wir sind ja nicht Mitglied von der EU. Aber sie lassen sich immer einspannen, dass wir eben am Schluss Mitglied sind. Das ist wie mit der Guillotine-Klausel, die man gut geheissen hat. Personenfreizügigkeit, wo man gesagt hat, es kommen nur 8.000 bis 10.000 im Jahr, dann sind 80.000 pro Jahr gekommen. Und man tut alles verlebeln und nachher ist man gefangen. Und die Unabhängigkeit von der Schweiz und dass die Schweizerinnen und Schweizer noch etwas zu sagen haben, von dem reden sie gar nicht. Das ist dann gleich. Also, ein schönes Schlusswort. Wir reden nächste Woche über ein Thema, das auch aktuell ist, aber das läuft ja als Zeit. Das ist natürlich Deutschland, wo ja auch in diesem Kontext steht. Spannende Entwicklung dort, spannende Entwicklung in der EU. Das war Tele Blocher. Ich freue mich wieder, wenn Sie dabei sind. Nächste Woche, gleiche Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.